Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. In diesem Part werden wir wieder ein bisschen Operation Goldfisch spielen und ich kann euch gleich mal verraten, was an diesem Wochenende so los sein wird. Ist nämlich eigentlich alles ziemlich standardmäßig, wir haben ja auch kein Splatfest oder sowas. Deswegen einfach dann morgen Samstag um 14 Uhr werde ich wieder ein paar private Kämpfe mit euch machen. Diesmal werden es nur Revierkämpfe werden übrigens, wir hatten ja beim letzten Mal auch Rangkämpfe dabei. Aber dieses Wochenende werden es nur Revierkämpfe und dann sonntags um 14 Uhr ganz normal, dann werde ich auch wieder Salmon Run aufnehmen. Denn wir können mal kurz gucken, sonntags um 14 Uhr ist Salmon Run verfügbar. Denn der 10. September, das ist der Sonntag und gerade um 14 Uhr ist Salmon Run wieder verfügbar. Aber dürfte ja alles passen, wenn ich das dann genau um 14 Uhr aufnehme. Und deswegen genauso wird es dann eben sein. Samstag 14 Uhr private Kämpfe und Sonntag 14 Uhr Salmon Run. Also eigentlich alles wie gewohnt. Genau. Gut, dann gehen wir doch gleich zu Arti und werden uns wieder eine neue Waffe holen für dann gleich diesen Part hier mit Operation Goldfisch. So viele Waffen, wie gesagt, haben wir gar nicht mehr zur Verfügung, die ich euch noch zeigen will. Diese 8 Stück hier sind es noch. Danach, alle anderen habe ich schon gekauft und auch die Variationen davon schon, genau. Es werden natürlich noch neue hinzukommen per Update, aber das sind erstmal die einzigen, die uns aktuell noch fehlen. Und was nehme ich denn jetzt für Operation Goldfisch? Die Klecks-Splatling vielleicht, die andere, die normale Splatling ist ja schon mal ein bisschen her, dass wir die genommen haben. Und deswegen können wir da mal die benutzen, würde ich sagen. Erstmal kurz gucken, was Arti zu sagen hat. Die Klecks-Splatling lädt dank ihrer speziellen Mechanik schneller auf als andere Waffen ihrer Klasse. Mit Instabomben färbst du Wände ein, um das Geschehen etwas nach oben zu verlagern. Und von dort suchst du den Gegner dann mit Schwarmraketen heim, mit Raffinesse zum Sieg. Okay, ich liebe die Instabomben und ich liebe auch Schwarmraketen. Deswegen, das hört sich doch nach einem ganz guten Set an. Werde ich dann daher kaufen und auch sofort anlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit dann wirklich auch so gut sein werde, weil ich komme mit Splatlings so im Allgemeinen nicht so ganz gut zurecht. Die sind zwar schon extrem gut, wenn man die kann, aber ich kann die nicht so wirklich leider. Deswegen mal gucken. Aber ja, die lädt sich wirklich extrem schnell auf. Das ist ziemlich cool. Also ist ja wirklich super schnell. Und dann kann ich dann eben hier so ein paar Schüsse abfeuern. Aber ich habe eben keine so hohe Reichweite und ich kann auch nicht so lange am Stück schießen. Ja genau, bis hier reicht es nämlich schon gar nicht. Das ist sogar ziemlich ungewöhnlich eigentlich, weil ich bin es von Splatlings eigentlich gewohnt, dass die eine ziemlich hohe Reichweite haben, aber die hier dann eben nicht so wirklich. Aber ist okay. Ich kann auch den Gegner eben hier so ein bisschen treffen und dann eventuell noch ein paar Instabomben hinterher schmeißen und die dann so eben auch besiegen, weil Instabomben sind ja auch wirklich verdammt cool. Wie viel brauche ich da eigentlich nochmal, um einen Gegner zu besiegen? Genau, da reichen sogar schon zwei Stück aus, wenn ich ihn voll treffe. Wenn ich nur ein bisschen daneben haue, dann brauche ich ein paar mehr. Aber so oder so, Instabomben sind auch wirklich total cool. Und deswegen ist, glaube ich, das Set hier echt ziemlich toll, vor allem auch, weil, wie gesagt, Spezialfähigkeit sind auch die Sparmaketen. Und Sparmaketen sind auch absolut genial, deswegen, ich freue mich schon darauf, dieses Set hier ein bisschen austesten zu dürfen. Gar nicht unbedingt nur wegen der Klecks-Splatling, sondern eben auch wegen den Sparmaketen und auch wegen den Instabomben, weil das echt ziemlich cool ist, wie ich finde. Okay, ich muss nur noch dran denken, meine Instabomben auch wirklich sinnvoll zu benutzen. Weil ich aber ansonsten nicht viele Waffen häufig spiele, die Instabomben haben. Deswegen ist dann vielleicht ein bisschen ungewohnt für mich. Ist aber trotzdem sind Instabomben wirklich total cool, wie ich finde. Und werde ich dann hoffentlich gleich auch dann ein paar Mal sinnvoll benutzen können. So. Will ich mich eigentlich noch umziehen? Will ich glaube ich gar nicht, weil ich glaube, die Sachen, die ich anhabe, haben noch nicht alles voll. Weil ich wieder neue Sachen kaufen konnte und weil ich auch meine ganzen Supermuscheln mittlerweile schon ausgegeben habe, die ich vom Splatfest erhalten habe. Und da habe ich jetzt hier nämlich einige, vor allem neue Oberteile mit dann vielen neuen Fragezeichen, die ich dann freispielen kann. Also seht, ich habe da schon ein bisschen Fortschritte gemacht, aber es fehlen mir trotzdem noch bei einigen Sachen auch noch weitere Zusatzeffekte, die ich noch freispielen will. Also ich habe da auf jeden Fall noch einiges hier in Splatoon 2 zu tun. Bei den Kopfbedeckungen habe ich glaube ich nichts, deswegen das passt dann erstmal. Genau. So, und dann fangen wir doch am besten auch gleich mal an mit einem Rangkampf. Wir spielen heute auf der Perlmutt Akademie und auf Manta Maria. Mhm. Vor allem auf Manta Maria freue ich mich, weil es eben immer noch eine coole neue Map ist und die mir auch auf jeden Fall durchaus gefällt. Ich habe zwar da auch schon Operation Goldfisch gespielt, nämlich mit euch. Nämlich letzte, oder war es letzte Woche? Ne, letzte Woche war es nicht, da war es Splatfest. Aber vor zwei Wochen, da am Wochenende. Da haben wir das ja auch schon gemeinsam ein bisschen gespielt, eben in privaten Kämpfen, nur auf Manta Maria, schon in allen Modi. Und ich mag die Map wirklich sehr gerne, deswegen würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dann heute auch zumindest einmal kommen wird. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir jetzt vier oder fünf Mal die Perlmutt Akademie haben würden. Wird schon auch zumindest einmal Manta Maria kommen, schätze ich. So, der Raum wurde schnell gefüllt, das freut mich. Und wir spielen als erstes auf Trommelwirbel. Der Perlmutt Akademie oder in der Perlmutt Akademie, wie auch immer. Okay, aber wie gesagt, Manta Maria wird dann schon auch noch kommen, hoffe ich. So, da bin ich mal gespannt, ob ich jetzt meinem Team hier wirklich wieder so eine großartige Hilfe sein werde mit meiner Klecks-Splatling hier, mit der ich nicht wirklich zurechtkommen werde wahrscheinlich. Aber wir gucken einfach mal. Ich werde schon auch, glaube ich, wirklich häufig, oder ich sollte häufig wirklich Instabomben schmeißen, ne? Weil ich mit den Instabomben wahrscheinlich sogar, nice, wahrscheinlich sogar besser zurechtkommen werde als mit der Klecks-Splatling selber. Weil ich eben mit Splatlings, wie gesagt, im Allgemeinen nicht so wirklich zurechtkomme, mit Instabomben vielleicht sogar eher. Muss ich dann gucken. So, jetzt bin ich aber erstmal nach mal am Anfang schön von dem Schild umgebracht worden, was nicht so ganz toll war, aber okay. So, ich werde es mir mal holen.
Weil die Gegner sind gerade fast alle gestorben, so ungefähr. Und ich werde mal dann hier ein bisschen mich nach vorne wagen. So ganz alleine. Ja, ich gehe mal wieder ein bisschen runter, weil das ist ein bisschen ein Fehler. Der andere kann mir mal helfen. Und ich habe einen gekillt, okay. Wie gesagt, ich liebe die Goldfischkanone so sehr. Habe ich schon tausendmal erwähnt, immer ich weiß. Das erwähne ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir Goldfisch spielen. Aber es ist einfach so, dass sie so verdammt cool ist und man da so leicht Gegner killen kann, wenn man einfach random durch die Gegend schießt. Das ist echt total witzig. So, einer von uns stimmt da schon ein bisschen weiter nach vorne und versucht die Gegner weiterhin zu nerven. Und der Angriff ist aber noch nicht vorbei auf jeden Fall von uns. Wir können den noch auf jeden Fall mal einiges weiter treiben. So, ich hol's mir mal wieder, würde ich sagen, wenn ich sie bekomme. Aber erstmal weg von der Haftbombe, ja genau. Und von dem Blubber. Ich werde mal nach vorne rennen einfach und mal ein bisschen Entfernung gut machen. So, ich bin zwar gleich tot. Und ich schaffe auch keinen K.O.-Sieg. Genau, aber immerhin haben wir es auf 15 runterbringen können. Und das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Und die Gegner sterben auch alle. Also ich bin hier wieder in einem exzellenten Team. Möchte ich mal kurz anmerken. Das liegt jetzt auf gar keinen Fall an mir, dass wir jetzt hier gewonnen haben. Oder ich meine, gewonnen haben wir noch nicht, aber dass wir jetzt so kurz davor sind zu gewinnen. Das liegt vor allem auch an meinen sehr, sehr guten Teammates, möchte ich anmerken. So ein paar Insta-Bomben hochschmeißen. Und aber wir haben es noch nicht geschafft, leider. Bei 1 ist er stehen geblieben, der Zähler, verdammt. Aber jetzt sind alle tot. Deswegen jetzt einfach neben und drauf und gewonnen. Sehr schön. Ja, so kann es laufen, wenn man hier ein gutes Team erwischt, so wie ich jetzt. Das ist doch nicht schlecht. Ich meine, ich selber habe jetzt nur, wie viele Kills habe ich gemacht? Ich glaube 2 oder so, und zwar nur mit der Goldfischkanone, glaube ich. Ansonsten gar nicht, deswegen, ich war auf jeden Fall wahrscheinlich der Schlechteste aus meinem Team. Aber wir haben gewonnen, deswegen, ich bin damit zufrieden. Ne, 3 Kills waren es immerhin, aber die anderen 10 hatten die teilweise, wow, sind richtig abgegangen. Also da habe ich echt Glück gehabt, dass ich hier in einem guten Team war. Okay. Aber trotzdem würde ich mir fast wünschen, dass es dann beim nächsten Kampf etwas ausgeglichener ist. Dass sowohl mein eigenes Team was kann, aber auch das gegnerische. Dass wir einen spannenden Kampf haben. Mal schauen, ob das dann gleich der Fall sein wird. Und erstmal wieder auf der Permal Akademie. Schade, aber wie gesagt, Manta Maria wird schon auch noch kommen. Hoffe ich zumindest. So. Okay, dieser eine Luna Blaster Banana Typ, der ist auch wieder in meinem Team. Der gerade eben mit den 10 Kills ziemlich abgegangen ist. Deswegen haben wir vielleicht jetzt schon wieder ganz gute Chancen, auch wenn ich nicht so viel kann. Wir schauen einfach mal. Aber eventuell sind jetzt auch die Gegner dann ein bisschen besser drauf als gerade eben. Mal schauen. So, ich will am Anfang nicht wieder durch die Barriere sterben. Das wäre jetzt ein bisschen bitter, wenn ich das wieder abkratzen würde. Ne, ich habe überlebt immerhin, okay. Und da holt sich auch gleich einer die. Und ich kann ihn immerhin töten, okay. Und der andere kann mir da auch mal sich verpissen. Kann ich den treffen? Ja, nicht ganz. Weil ich da eben keine so mega hohe Reichweite habe hier mit meiner Splatling, oder Kleck-Splatling. Das, wie gesagt, ist ein bisschen ungewohnt für mich, weil die andere Splatling hat eben... Ach komm, das war noch ein Kill. Die andere Splatling hat eben... Verdammt. Hat eben so eine mega hohe Reichweite und hier die Kleck-Splatling eben nicht wirklich eigentlich. Und das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Da muss ich dann erst noch, wie gesagt, ein bisschen mehr dran gewöhnen, dass ich jetzt eben nicht so sehr auf diese hohe Reichweite von den Splatlings, wie ich es eigentlich kenne, hier zurückgreifen kann. So, wir haben erstmal wieder die Kanone und können erstmal einen Vormarsch wagen. So. Ich sehe aber nicht wirklich viel, weil einfach alles durch die Gegend fliegt. Und ich keine Ahnung habe, wo eigentlich Gegner sind und wo mein eigenes Team. Aber es sieht schon wieder ganz... Oh Gott, weg hier. Nein, geh weg hier. Nein, ich wollte doch noch ausweichen, verdammt. Aber ich konnte nicht mehr ausweichen, der blöden Curling-Bombe. Aber es sieht trotzdem wieder ganz gut für uns aus. Also ich habe hier auch wieder ein gutes Team im Spiel. Es scheint gleich wieder nach vorne springen. Und meinen anderen Teammates helfen. Aber die Gegner sterben wieder alle reihenweise. Was ich natürlich schön finde... Okay, der ist auch gestorben. War zwar nicht ich, aber trotzdem abgekratzt. Der da oben kann sich auch verpissen. Ja, okay, sehr gut. So. Ja, die sind immer noch in der Überzahl, aber trotzdem wird es schwierig. Oder auch nicht. Hier haben wir es geschafft. Okay. Alles klar, das war auch wieder ziemlich einfach, weil ich da jetzt irgendwie sehr viel Glück habe mit meinen Teams. Ich meine, wie viele Kills hatte ich jetzt hier? 1 oder 2 oder so? Ich glaube, es sind noch weniger als gerade eben. Oder? Ich glaube nicht, dass es 3 Kills waren. Ich glaube nicht, ne. Deswegen, ja, ne. Habe ich auch wieder ein bisschen Glück gehabt. 2 war es nur, genau. Wir hatten 9, 8 und 4 hatten die anderen wieder. Vor allem der Luna Blaster Banana Typ, wie gesagt, der ist ein bisschen abgegangen. Ich war auch wieder fast nur mit 50. Nee, nicht nur fast, ich war nur mit 50ern im Team. Also, die sind auch wieder ziemlich abgegangen. Okay. Ich meine, auch wenn es mich natürlich freut, wenn ich gewinne, weil ich dann auch viele Punkte bekomme, würde ich mir trotzdem ganz gerne lieber spannende Kämpfe wünschen. Weil es dann halt auch spannender eben zum Zugucken ist und auch für mich selber zum Spielen spannender. Deswegen jetzt dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener. So, ich bin jetzt auch in einem ganz anderen Raum mit völlig anderen Leuten, glaube ich auch. Und deswegen, jetzt und gleich wird es dann eben vielleicht ein bisschen spannender. Und zwar hier dann eben auf Manta Maria, zum ersten Mal hier in diesem Part. Sehr schön. So, legen wir auch gleich mal los und hoffentlich werde ich jetzt dann hier in diesem Kampf ein paar mehr Kills hinbekommen als die letzten beiden Kämpfe. Weil ich da jetzt dann doch nicht so ganz zufrieden mit meiner Leistung war. Auch wenn es natürlich schwierig ist für mich, weil ich, wie gesagt, mit den Splatlings auch halt nicht so gut bin, muss ich wirklich zugeben. Kann man ja auch, glaube ich, ganz gut weg hier. Kann man ja auch, glaube ich, ganz gut erkennen, dass ich mit denen nicht so viel drauf habe. Der andere hat auch eine Splatling und der hat eine normale, mit der er dann vielleicht mehr drauf hat als ich. Deswegen auf den muss ich auf jeden Fall aufpassen, auf den Typen. So, aber der ist schon gestorben, nicht durch mich, aber durch andere. Weg! Und ich bin so schlecht, ich bin genau reingerannt. Ich meine, das ist auch immer, wie gesagt, schwierig, hier Splatoon zu spielen und währenddessen zu reden, weil ich dann so viele Sachen auch einfach halt übersehe, die eigentlich total offensichtlich sind, wie man meint. Und deswegen ist es echt immer nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Und da bin ich auch wieder tot, okay?
Aber hätte auch sein können, dass ich den Sprung überlebe und dass ich dann vielleicht das noch unter 35 hätte bringen können. Deswegen muss ich da eben fast springen. Die anderen springen alle auch noch nach vorne hier hin. Aber lasse ich jetzt mal. Oh, ja, obwohl ich jetzt sogar eigentlich hätte machen können, weil die Gegner... Ah ne, okay, alles klar, der Gegner hat sich umgebracht, damit die kaum wieder zur Mitte zurückkommt. Also der Gegner weiß da Bescheid. Genau, das habe ich ja auch mal häufig so gemacht, das sollte man auch wirklich tun, wie ich finde. Wow, ich habe den nicht besiegen können. Mann, ey, diese blöden Kalligrafen aber auch immer, hey, die sind auch mal total stark. Aber jetzt werde ich wieder springen, und zwar zu dem hier. So. Weil vielleicht können wir jetzt dann gleich einen weiteren Angriff starten, wo wir dann die Kanone auch unter 35 bringen können. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, du gehst bitte weg. Sehr schön, okay. Das war schön, erst mit der Insta-Bombe und dann noch mit meiner normalen Waffe. Und alles sind tot, nach vorne rennen. Und jetzt einfach haltet sie mir vom Leib irgendwie. Komm ich da jetzt hin? Ja, ich komm nicht ganz hin, leider. Ja, aber ich bin tot, verdammt. Da hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne rennen können. Aber ich habe mich nicht ganz getraut, weil da jetzt zu viele Gegner auf einmal waren. Und weil ich nicht genau wusste, wie ich da jetzt agieren sollte. Deswegen, das war jetzt ein bisschen blöd und ich werde gleich sterben. Aber sowas von. Oh, nee, ich werde gar nicht sofort sterben. Okay, ich dachte, ich würde instant sterben, weil mich da sofort jemand sieht. Aber selbst der mit dem Kalligrafen hat mein Sprungfeld-Ding sie anscheinend gar nicht gesehen, weil sich nur auf die Goldfischkanone konzentriert hat. Deswegen, ich hätte sogar noch kurz überleben können, ehrlich gesagt. Aber, na gut. Trotzdem führen wir ja aktuell ziemlich stark und die Gegner können nicht so wirklich gegen uns machen, weil wir schaffen es immer, die Kanone hier in ihrem Bereich zu behalten. Was ist denn mit dem? Nee, er hat sich selber geholt. Aber jetzt kann ich vielleicht umbringen, den Typen, wenn ich da hinkomme. Ja, hat nicht ganz ausgereicht, verdammt. Kannst du bitte sterben? Okay, Double Kill. Und was macht der eine eigentlich jetzt hier rum? Okay. Ja, ich meine, es wäre für ihn eigentlich auch wieder am besten, wenn er sich umbringen würde. Stattdessen steht er jetzt da so ein bisschen rum und wenn wir ihn jetzt besiegen könnten, hätten wir jetzt dann gleich wieder schon einen gewissen Vorteil, aber jetzt hat er doch noch ein bisschen zurücklaufen können. Aber dennoch, ich werde es mir wieder nehmen. So, jetzt muss leider hier so ein bisschen außen rumlaufen. Was ist denn, kannst du bitte weggehen? Die blöde Robobombe. Das ist ein ekliges. Ich gehe mir vielleicht, ja, hier oben kann ich auch nicht wirklich entlang gehen. Ich muss mir noch ein bisschen näher an den Aufbau von Manta Marina auch, nicht Manta Marina, Manta Maria auch gewöhnen, ehrlich gesagt. Und das wäre jetzt nämlich, ich meine, jetzt haben wir es fast sogar auch wieder vielleicht schaffen können, aber leider sind wir nicht unter, ich springe nach vorne, ja, da sind wir nicht unter 22 gekommen. Ja, vielleicht ja jetzt noch, das war jetzt riskant, was ich tue, ja, zu riskant. Das war schon zu erwarten, wie gesagt, aber es hätte auch sein können, dass ich überlebe und dass wir noch unter 22 kommen, aber erstmal nicht. Aber zu dem hier kann ich relativ sicher hinspringen, hoffe ich zumindest. So, ja, hier bin ich sicher, okay. Und, hallo du, ja, ich habe natürlich nicht töten können. Doch, mit der Insta-Bombe noch. Aber Insta-Bomben sind, wie gesagt, echt auch richtig cool. So, und der da oben, der nervt auch. Wenn wir den jetzt besiegen können, wäre es auch ganz... Hilfe, wäre es auch ganz cool. Den mit der Goldfischkanone. So, lass dich treffen. Lass dich jetzt halt treffen, was zum Teufel? Ich habe ihn doch jetzt 1000 Mal getroffen. Okay, aber jetzt ist er gestorben. So, und wir können den Angriff noch ein bisschen weiter treiben. Ich meine, das Coole ist halt, dass wir den Gegnern wirklich keine Chance lassen. Die Gegner... Mal kurz, Schwarmraketen. 3 sogar, nice. Die Gegner sind noch nicht mal über die 100 von Anfang an hinausgekommen. Die haben auch wirklich gar keine Entfernung geschafft. Hm. Na toll. Natürlich ausgerechnet da, wo wir am Gewinn waren. Und das galt als Niederlage, oder? Ich glaube, gerade eben hatte ich noch nicht 3 Risse. Kann das sein? Ich glaube, da hatte ich nur 2. Also ja, das galt als Niederlage anscheinend, obwohl wir eigentlich total in Führung waren, das locker hätten gewinnen müssen. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag, der Fehler bei der Datenverbindung, oder ob einfach der Raum zusammengebrochen ist, keine Ahnung. Aber wir machen auf jeden Fall noch weitere Kämpfe und ich mache einen kurzen Schnitt, bis wir dann gleich wieder einen Kampf gefunden haben, der dann hoffentlich funktionieren wird. Also dann bis gleich. Okay, dann wird das jetzt hoffentlich nicht nochmal hier auf Manta Maria passieren. Ich habe noch nachgesehen, an meiner Verbindung kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil die ist immer noch sehr gut. Und deswegen, ich kann jetzt eigentlich nicht schuld gewesen sein, weil ich meine, ansonsten war es ja auch immer anders. Wenn ich tatsächlich schuld war, dann war es so, dass ich noch ein bisschen alleine hier weiter rumlaufen durfte, bis dann letztendlich ein Fehler kam. Aber da kam eben sofort ein Fehler bei der Datenübertragung, weswegen ich eigentlich eher vermuten würde, dass tatsächlich der ganze Raum zusammengestürzt ist. Also nicht nur ich rausgeflogen bin, sondern der ganze Raum eben zusammengebrochen ist, würde ich zumindest vermuten. Und deswegen wollen wir eben hoffen, dass es jetzt dann gleich nicht nochmal passieren wird. Okay, wir haben die Kanone tatsächlich, aber die haben es sofort wieder verloren. Das haben wir schon gedacht, weil da jetzt nämlich ziemlich viel los war auch, was die Gegner so gemacht haben. Und ich traue mich nicht ganz da jetzt nach unten zu gehen, ehrlich gesagt. Ich mach's mal trotzdem jetzt. Und wir kriegen dann gleich die Barriere und 2 Kills sogar hier nahe ist, sehr schön. Ich will sie mir nicht nehmen, weil ich die Schwarmraketen habe, ehrlich gesagt. Okay, er hat sich genommen, gut. So, dann jetzt gleich Schwarmraketen einsetzen, wenn alle Gegner da sind. Und alle 4 auf einmal, nimmt das! Episch, okay, das ist halt cool, weil halt auch Manta Maria, ja, ich weiß nicht, ich sag irgendwie immer Manta Marina. Wieder 2 Kills, nice. Weil Manta Maria eben auch eine sehr, sehr langgezogene Map ist. Was macht denn der? Kann er bitte ein bisschen weiter nach vorne kommen? Was macht denn der? Ich habe so viele Gegner gekillt und der hat sich keinen Zentimeter nach vorne bewegen können. Was sollte das jetzt eigentlich?
der hätte auch jetzt ein bisschen aggressiver spielen müssen. Aber ja, auf jeden Fall, die Map ist eben sehr langgezogen, eben wie das bei Schiffen halt so der Fall ist. Und deswegen ist es eben dann relativ häufig so, dass die Gegner in einer Reihe sein werden, weil sie gar nicht anders können, weil das halt eben von der Map einfach her so ist. Und dementsprechend kann ich dann da, glaube ich, mit Schwarmraketen wirklich immer relativ gut viele Gegner, verdammt, relativ gut viele Gegner auf einmal treffen. Und das ist auf jeden Fall ganz schön. Das ist halt bei anderen Maps dann, die halt etwas, naja, sag mal, quadratischer sind so irgendwie, da ist es dann vielleicht schwieriger, weil eben dort die Gegner auch in die Breite sich verteilen können. Und dann ist es da dementsprechend schwieriger, ach komm, ey, ich bin so schlecht. Dann ist es da dementsprechend schwieriger, dann viele zu treffen. Aber bei so einer langgezogenen, da ist es eigentlich dann relativ gut machbar, denke ich. So, ja, jetzt haben leider die Gegner es auf 34 runterbringen können. Das ist sehr ärgerlich, weil gerade eben sind voll viele von den Gegnern gestorben, als wir uns in Angriff gerade hatten. Und wenn derjenige, der die Kanone hatte, ein bisschen mehr riskiert hätte, dann hätten wir... Kann ich bitte haben? Was Teufel? Wenn derjenige ein bisschen mehr riskiert hätte, dann hätten wir da auch locker eine coole Entfernung schaffen können. Aber konnten wir dann eben dadurch leider nicht, was ich echt schade finde. Aber ist jetzt leider so. Na, ich sollte da nicht nach oben gehen. Ich werde bald sterben. Und ich... Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht den mit in den Tod reißen, aber konnte ich leider nicht. Schade eigentlich. Aber ja, ich meine, wir haben noch über 2,5 Minuten, die Hälfte der Zeit haben wir noch, deswegen ist auf jeden Fall noch alles machbar, weil 34 ist es nicht unschlagbar. Das war schon mal ganz gut von den Gegnern, was sie da vorgelegt haben, aber das können wir auf jeden Fall auch noch besser machen, wenn wir uns jetzt anstrengen und nicht ständig sterben, sagte er in dem Moment, wo er gestorben ist. Ach Mann, ey. So. Ja, jetzt haben wir noch dann ziemlich genau 2,5 Minuten, jetzt ein bisschen drunter, also wie gesagt, Zeit haben wir noch mehr als genug im Normalfall. Das ist jetzt so ein Sepisphären-Typ, der uns hier nervt. Und das sogar geschafft, einmal Leute auch zu killen. Ja, irgendwie sterben wir jetzt aber auch ständig alle, ne? Ich auch wieder. Haben wir irgendwie einen weniger? Kann das sein? Ne, wir sind alle da. Wir sind einfach nur alle gerade irgendwie gleichzeitig gestorben. Okay, alles klar. Weil ich habe schon wieder vermutet, dass irgendwie wieder der Raum halb zusammengebrochen ist und dass wieder einer fehlt oder so. Aber nee, es ist einfach nur so, dass wir alle schlecht sind. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt... Ich habe schon auch, glaube ich, ganz gute Teammates. Aber vor allem ich selber bin halt schlecht und kann gar nichts, wie wir sehen können. Und da kann uns das gegnerische Team dann eben ziemlich fertig machen. Was, wie gesagt, echt schade ist, da wir halt am Anfang echt das hätten... Ach, ich hasse es. Da wir halt das am Anfang echt... und wir haben verloren. Da wir das am Anfang echt besser hätten spielen können, müssen, sollen, wenn der eine da einfach weiter nach vorne gerannt wäre, während er die Kanone hatte. Aber naja. Dafür habe ich ja bei den anderen Matches bisher ziemlich viel Glück gehabt und habe immer ein gutes Team erwischt. Und hier dann jetzt halt mal verloren, ist auch in Ordnung. Vor allem, weil meine Leistung ja auch wieder ziemlich, ziemlich schlecht war, ehrlich gesagt. Ich meine, wie viele Kills habe ich? 5? Ja, es geht sogar, wir hatten auch einen mit einem Kill nur. Aber die anderen hier mit 16 und 12 Kills teilweise waren da schon auf jeden Fall uns um einiges voraus, das ist ganz klar. Gut. Dann machen wir noch einen weiteren Kampf, weil die Kämpfe gehen alle ziemlich schnell, wie es bei Operation Goldfisch häufig der Fall ist. Da gibt es ziemlich häufig K.O.-Siege und die Kämpfe gehen ziemlich schnell. Deswegen schaffen wir noch einen weiteren Kampf in diesem Part, würde ich sagen. Und das ist aber dann der letzte. Und zu guter Letzt dann gleich nochmal auf Manta Maria. Okay, freut mich aber, weil ich die Map, wie gesagt, echt cool finde. Und weil sie halt auch für meine Schwarmraketen auch von Vorteil ist, weil ich dann eben viele Gegner da immer treffen kann, wenn die alle dann in einer Reihe halt hintereinander stehen quasi. So, und natürlich wäre es wieder schön, wenn wir jetzt noch zum Ende hin einen Sieg bekommen könnten. Ist aber nicht wirklich gesagt, weil mein Team immer ein bisschen im Nachteil ist, weil ich eben hier eine Waffe habe, mit der ich nichts kann. Deswegen, ich muss schon wieder ein ganz gutes Team hier erwischt haben, wenn ich das hier, wenn wir das hier gewinnen wollen. Aber wir schauen einfach mal. Gehen wir kurz mal hier nach oben. Wenn ich dann nach oben kommen würde, okay. So, ja, da hinten steht schon ein Sniper-Typ. Ich traue mich immer kaum nach vorne auf, weil ich so Angst habe vor allen möglichen Gegnern. Weil halt alle Gegner eine große Gefahr für mich darstellen. Ich treffe den überhaupt nicht, weißt du? Ist auch so schlecht, hey. Und den treffe ich auch nicht. Ja, und der mit einer Sniper kam ich aus der... Ja, habt ihr gesehen? Mit einer Sniper konnte er mich aus der Nähe besser besiegen als ich ihn. Obwohl meine Waffe eigentlich ganz gut ist für Gegner auf die Nähe, weil sie eben keine hohe Reichweite hat. Und er hatte eine E-Leiter, glaube ich sogar. Also die so ziemlich schlechteste Waffe überhaupt, wenn es darum geht, im Nahkampf gegen jemanden zu kämpfen. Und trotzdem hat er es geschafft, mich damit zu besiegen. Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Obwohl meine Waffe dafür viel besser geeignet war. Also, das sieht man mal, wie unfassbar schlecht ich mit dieser Klecksplatting hier bin. Was übrigens nicht heißen soll, dass die Waffe im Allgemeinen schlecht ist. Nee, die ist sogar eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Wenn man denn damit umgehen kann. Aber ich kann mit ihr nicht umgehen, wie man hier unschwer erkennen kann. Und deswegen habe ich dann eben... Oh, ich habe es nicht gesehen. Ich bin aber auch echt auch im Allgemeinen total schlecht in diesem Part. Also nicht nur, was hier die Waffe angeht, sondern auch im Allgemeinen, wie ich ansonsten Ausdruck spiele, bin ich auch total schlecht, weil ich auch an alle möglichen Attacken von den Gegnern einfach total blöd reinrenne, ohne überhaupt nachzudenken, so ungefähr. Wie gesagt, ist auch nicht einfach, währenddessen zu reden und zu spielen, aber trotzdem, ein bisschen besser könnte ich vielleicht mich schon anstellen. Das regt mich selber ein bisschen auf, dass ich jetzt hier so schlecht bin. Aber muss jetzt leider dann damit leben. Sondern da oben kommt gleich eine Regenwolke, genau. Habe ich schon gesehen. Muss ein bisschen aufpassen. Jetzt, wo ist denn unser Goldfischtyp da vorne? Der ist schon ziemlich weit nach vorne gelaufen. Und ich habe hier immerhin den einen aufhalten können. Weil der jetzt ziemlich weit nach vorne pirschen kann.
Und noch ein bisschen, wir können Führung gehen. Nice. Sehr schön, okay. Das war jetzt auch wieder halt so ein Fall, wo der einfach völlig alleine so völlig wahnsinnig nach vorne gerannt ist und das tatsächlich schaffen konnte, dann eben auch in Führung jetzt erstmal zu gehen. Hat es mal nicht schaffen können, einen K.O.-Sieg zu erzielen. Das schafft man nur in den seltensten Fällen. Aber trotzdem haben sie halt alle Gegner hier eher auf die Mitte konzentriert. Und deswegen hatte der dann eben freie Fahrt und konnte dann eben bis zu 24 den Zähler schon runterbringen. Deswegen, das ist doch echt ganz schön. So. Wenn wir jetzt dann gleich noch einen K.O.-Sieg kriegen, wäre es natürlich nochmal schöner. Aber auch ein Nicht-K.O.-Sieg, ein normaler Sieg, würde mir auch schon auf jeden Fall ausreichen und würde mich auch schon sehr freuen. Ich schaffe es auch nicht wieder, nicht den zu treffen, ne? Aber immerhin, mein Teammate war schlau genug und hat ihm dann den Rest gegeben, was auch schon gut ist. So, die Kanone ist hier. Okay. So, hallo du. Kannst du bitte sterben? Danke. Und wieder der E-Leiter-Typ. Der mich wieder, okay, mit dem ich fast wieder aus der Nähe hätte besiegen können. Das heißt, dann gleich die aufmachen. Ich will sie aber nicht nehmen, weil ich will meine Sparmaketen erstmal einsetzen. Wenn sie dann gleich alle wieder kommen, die Gegner. So, zwei, drei, ja, drei immerhin. Der eine ist nach vorne gesprungen, aber drei immerhin ist ganz gut, schätze ich. So, ich nehme sie jetzt mal doch mal, weil ansonsten niemand anderes Bock hatte, sich die zu schnappen. Und wieder ein Kill, einfach so random, nice. So, und der eine wird hoffentlich auch, nee, der kommt zu mir her. Jetzt habe ich ein Problem. Ein Problem, aber okay, er wurde gekillt von meinen Teammates. Sehr schön, sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Okay. Dann jetzt noch weiter auf, oh Gott, der Sniper-Typ. Ah, oh Gott, ich muss aufpassen. Nein, er hat mich erwischt, hat mich erwischt. Aus der Entfernung. Was fällt dir ein? Aber hat er auch die Waffe mit der höchsten Reichweite, die E-Leiter. Deswegen, das war schon zu erwarten, dass er mich dann irgendwann treffen würde, wenn er halbwegs geschickt ist. Aber, na, noch kein ganz, noch nicht ganz. Aber wir sind kurz davor, einen K.O.-Sieg zu erzielen. Aufmachen, aufmachen, da werden ein paar Gegner sterben. Ja, es war keiner in der Nähe. Ich dachte, da würden ein paar sterben dann, weil ein paar Gegner zu nah an der Barriere standen, aber jetzt sind wir alle tot. Ich springe noch weiter nach vorne, weil, ja, doch nicht mehr, weil der ist gestorben. Okay. Leider kein K.O.-Sieg, wäre es ganz schön gewesen, wenn wir jetzt das noch dann mit einem K.O.-Sieg hätten beenden können. Aber immerhin würde es jetzt für die Gegner sehr, sehr schwierig werden, das noch aufzuholen. Sie müssen jetzt eigentlich fast einen K.O.-Sieg erzielen, wenn sie noch gewinnen wollen. Und das wird natürlich nicht... Hallo? Das war witzig. Das wird natürlich nicht einfach für sie werden, wir da einfach aneinander vorbeigelaufen sind. Das war auch cool. So, und da ist auch ein Gegner, habe ich gar nicht gesehen, aber ich wurde gerettet von meinem Teammate. Also ich bin auch hier wieder in einem ziemlich guten Team, weil ich mache ziemlich viel Blödsinn, ehrlich gesagt. Aber meine Teammates wissen immer ganz gut, mir zu helfen, falls ich in Bedrängnis irgendwie geraten sollte. Deswegen, das ist ganz schön. So, und noch knapp eine Minute haben die Gegner, um das noch aufzuholen. Und wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen, dann sollten wir das jetzt eigentlich schon halbwegs in der Tasche haben. Den Sieg hoffe ich zumindest mal. Es wäre sogar noch ganz cool, wenn ich meine Schwarmraketen noch voll bekommen würde, ehrlich gesagt. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen was einzufärben vielleicht so irgendwie. Und die Gegner so ein bisschen in Ruhe zu lassen und nicht mehr zu sterben. Das war jetzt aber knapp. Okay, Kanone verloren. Okay, sehr schön. Das ist ganz gut. Ja, wir sollten sie jetzt eigentlich gar nicht nehmen. Weil, wie gesagt, wenn wir sie jetzt nehmen, dann gibt es danach nochmal eine Verlängerung. Weil wir dann eben die letzten vor Ablauf der regulären Zeit waren, die einen Angriff geschadet haben. Deswegen, wir sollten sie jetzt eigentlich, wie gesagt, dann eigentlich nicht nehmen. Und erstmal kurz warten. Und werden gleich die Gegner sie nehmen und wir besiegen sie dann, die Gegner. Oder halt den mit der Goldfischkanone. Da haben wir automatisch gewonnen, weil es dann eben keine Verlängerung mehr gibt. Ich mache nochmal kurz ein bisschen zurück. Werde dann gleich meine Schwarmraketen einsetzen. Nämlich, jetzt ist zurückgesetzt. Ich werde sie jetzt mal jetzt einsetzen. Und alle vier, nice. So. Am besten jetzt gleich den mit der Goldfischkanone treffen. Das wäre jetzt cool. Nein, ich hab... Oh Mann, es gibt's noch nicht. Die konnten all meinen Schwarmraketen ausweichen, obwohl ich alle vier getroffen habe. Oh Gott, das wird noch hängen. Oh ne. Oh ne, bitte aufhalten. Nein, wir sterben alle. Nein, das gibt's noch nicht. Nein, haltet ihn auf. Haltet ihn auf. Okay, danke. War zwar nicht ich, aber irgendjemand hat ihn aufgehalten. Und die haben jetzt nur 13 oder irgendwie sowas geschafft, glaube ich. Auf jeden Fall keine 5. Deswegen haben wir gewonnen. Ja. Okay, 16 haben sie geschafft. Puh. Das war jetzt noch richtig spannend zum Ende hin. Aber doch ein recht erfolgreicher Part, auch wenn ich selber nicht gut gespielt habe, weil ich jetzt in der letzten Runde sogar noch ganz brauchbar war mit immerhin 10 Kills. Das war am besten von meinen Runden, würde ich sagen. Ansonsten war ich jetzt in den anderen Runden nicht ganz so gut, aber ich habe immer sehr gute Teams erwischt. Deswegen waren auf jeden Fall hier coole Kämpfe in diesem Part. Auch noch ein neuer Effekt, sehr schön. Okay. Puh. So, dann würde ich mal erstmal sagen, Leute, was ist dann hier wieder für diesen Part von Let's Play Splatoon 2? Was am Wochenende so passieren wird, habe ich ja schon am Anfang des Parts verraten. Wie gesagt, alles ganz, ganz normal und regulär. Morgen, Samstag um 14 Uhr, private Kämpfe, wo wir nur Revierkämpfe machen werden. Habe ich ja auch schon am Anfang des Parts, glaube ich, erwähnt. Also nehmt dann am besten eine Waffe, bei der ihr in Revierkämpfen gut seid, weil wir eben nur Revierkämpfe dann morgen spielen werden. Und am Sonntag ganz normal um 14 Uhr dann eben Salmon Run. Also alles eigentlich bisher wie gewohnt. Deswegen muss ich auch, glaube ich, gar nicht weitere Worte dazu verlieren, denke ich mal. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.